Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren womöglich Regenfolge in F1 2016. Es ist aber nicht irgendeine Folge, lieber Ending. Du bist ja auch wieder mit dabei. Grüß dich. Ja, grüß euch. Das ist die 100. F1 Folge. Aber nicht das 100. Rennen. So. Ja, beide unter Druck, beide Rookies. Der eine. Er geht beinahe zum Programm über. Er geht beinahe zum Programm muss über. Ich, na, ich muss. 100! 100 Folgen! Ich muss zum Programm übergehen. Die 100 Folgen würden uns nicht nutzen, wenn am Ende der Saison alle weiter. Ach, es folgen noch mehrere Saisonen. Aber trotzdem, es ist bitter hier. Hier so mit dem Rücken zur Wand zu stehen, eigentlich für uns beide. Naja, du nicht so sehr wie ich. Ja, du alle drei Rennen, so wie ich in Österreich, hier in den USA gewonnen vor. Natürlich jetzt bei Regen. Oh, sicher ein vierter Sieg in Aussicht. ja, für mich Punkte müssen es werden. Ja, für mich auch. Ja, du zuletzt aber. Erster gewesen in Malaysia, 12. jetzt in Japan, also du hast die Kurve halbwegs gut wieder gebogen. Ja, trotzdem möchte ich hier auf meiner Strecke, sage ich mal, den Titel verteidigen, vielleicht auch wie du in Österreich zum vierten Mal gewinnen. Und vor allem, ich habe auch Zielvorgaben, die ich erfüllen muss. Es ist kein Geheimnis, sollte ich es nicht schaffen, mache ich natürlich alles, setze ich natürlich alles daran, dass ich eine zweite Saison gut bei Ferrari fahre. Aber die Zeichen stehen eher auf Abschied, muss ich auch ehrlich sagen. Und um das zu erreichen, brauche ich gute Platzierungen, muss ich meine Zielvorgaben erfüllen, dass ich gehen darf von Ferrari. Natürlich ist ein Wiederengagement nicht ausgeschlossen. Oh shit. Ja, bei mir hat es auch noch ein Angebot gegeben, das wirklich sehr, sehr gut ist. Das aber auch sehr, sehr gut überlegt werden muss. Es ist keine Vertragsverlängerung, Red Bull, die gibt es ja auch noch zusätzlich zu diesem Angebot. Ja. Und da, man hat gesagt, man will sich wirklich entscheiden am letzten Tag. Beide Teams haben dazu dem zugestimmt. Man soll sich die Zeit nehmen, um die richtige Wahl zu treffen. Ja, natürlich werde ich dann auch im Form oder nach dem letzten Rennen dann bekannt geben, wie es aussehen wird. Wie meine Zukunft aussieht in der F1. Es wird definitiv eine geben. Die Runde ist mal um etwas holprig, aber wow. Erster. Ja, bei mir ist es auch holprig. Und es wird nicht der erste Platz werden, es wird keine Pole werden. Um eine Sekunde fast. P2, du bist zurzeit auf Platz 2. Oh. Wir sind Schleudern da gekommen. Ja, wir sind zurück. Gold. Alter, dich hat. Was? Nein, Alter! Alter, ich hab dich voll nicht gesehen. Na, ja, du, ich hab dich. Gar nicht gesehen. Ich hab's ja gesagt, selbst wenn ich dich gesehen hätte, hätte ich nichts machen können. Ah, du hast auch 5 Plätze Strafe.
Sie haben davor reingekackt. Ich habe nämlich auch bekommen. Ich will das verstehen nicht. Aber ich dir reinkomme bin wahrscheinlich. Ah, oh, okay. Beginnt nicht gut. Ich hab dich gesehen, aber. Aber auch nicht, weißt du, wie ich mein? Ja, du bist auf die Strecke zurückgekommen und da habe ich nichts mehr machen können. Und ich habe zuerst gesehen, du bist Geist gewesen. Und ich habe gedacht, okay, ich kann eh nichts mehr machen, fahre ich durch. Weil rumreißen wäre nicht mehr gegangen. Was? Alles okay? Roter Flügel. Aber sonst passt. Aber was ist mit dir jetzt passiert? Wie läuft das? Ja, wieder in Stellung kommen. Ja, man kommt oft in Schleudern mit diesem Red Bull. Deswegen ist ja das Angebot das andere vielleicht auch interessant. Vielleicht fühlt man sich in diesem Auto auch nicht so wohl, wie man es gerne möchte oder es am Anfang war. Vielleicht am Anfang war man zu motiviert oder... Und jetzt nicht mehr? Ja. Also im neuen Team war es so diese... Adrenalin, vielleicht das mich zum Siegen verdammt hat. Was hat Österreich eben keinen Rennsieg mehr eingefahren? Vor allem, man muss sagen, zwei Siege nach Rhein und China waren ja auch verschenkt an, also geschenkt von dir. Ja, aber das ist sagen. Schon lange her. Das ist egal, aber so gesehen ist die Saison ja dann auch noch leider nicht so top gewesen. Weil mit zwei zweiter Plätze statt mit zwei Siegen. Ja, ich sag mal, das ist aber Ostro-Team. Solltest du denn nicht noch eine Chance geben? Oh. Ja, wie gesagt, es wird überlegt. Man hat sich doch eben nicht entscheiden können, muss ich sagen. Oh, jetzt habe ich es verkackt wieder. Wir haben jetzt insgesamt schon drei Angebote, eben wenn man jetzt das von Williams rechnet. Williams, nein. Mercedes und Red Bull eben. Die Frage, welches man nimmt. Okay, das heißt, du legst schon offen, von wem du Angebote bekommen hast. Sicher. Ja. Na gut, dann lege ich auch nach. Weiß eh schon, wurscht ist. Ich verhandle gerade intensiv mit Red Bull. Sollte ich freikommen, schaut's gut aus. Sollte ich nicht freikommen, sollte ich meine Vorgaben nicht schaffen, fahre ich weiter bei Ferrari. Das ziehe ich durch. Auf jeden Fall. Sonst kein Angebot? Mein Sauber war bei mir auch wieder angeboten. Das ist natürlich so. Bei mir war schon noch ein Angebot, das habe ich aber wieder vergessen. Ich glaube McLaren. Aber ich wollte unbedingt zum Austro-Stall, deswegen. Ich habe dort, glaube ich, auch selber angefragt. Oh, schön vorgeschoben haben wir uns da. Zweiter. Vierter. Das Gute ist, wir fahren nur mit Intermediates. Das heißt, es ist auch was Positives, das zum Beispiel aufhören könnte zu regnen. Ja. Ja, man muss auch sagen, wir haben eigentlich, du hast positive Sachen jetzt Regenrennen abgeschlossen, du hast gewonnen im Regenrennen, du warst jetzt 12. im Regenrennen. Trotzdem ist es nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Ja, sicher, es ist viel Angst. Große Angst. Vor allem jetzt habe ich noch mehr Druck irgendwie, den ich mir selbst auferlegt habe. Ich möchte hier den vierten Sieg einfahren. Aber in Regen. Bitte? Frag mich einmal, was für einen Druck ich habe. Was für einen Druck hast du? Oh! 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 Alter, was? Alter, bist du.
Was war das? Alter, wieso habe ich dich... Alter, Hamilton. Aber wieso habe ich dich... Hamilton ist gut. Wieso habe ich dich zurück überrunden lassen müssen, Alter? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, aber schade vielleicht. Ja, aber du bist mit Hamilton gecrashed. Ja, er ist nicht gecrashed. Na, warte, so. Ja, aber dich hat es geschleudert und darum bin ich vorbeigefahren. Ah, ich kann dich direkt nicht so gut. Aber ich muss sagen, derweil, ich möchte nicht verschreien. Na, da war ich nicht. Da ist zu viel unter Kontrolle hier. Oh, ich hab gar nichts gesehen. Entschuldigung. Kommt nichts. Alles easy. Oh. Die Kurven sind eigentlich das einzig Schwierige hier. Genau die zum Schluss war für mich auch gut. Ja, anspruchsvoller Sinn ist schon, das stimmt. Oh nein! Ah! Ja, mich hat's dreht. Okay. Jetzt hat mich wieder einer angeschoben, keine Ahnung, wer es war. Es hat mich sehr gefreut, hier dabei zu sein in der USA. Du bist aber eh noch drinnen, oder? Nein. Na? Jetzt bin ich über einen Teil drüber gefahren. Sogar. Sebastian Vettel hat die Führung genommen vor Ricciardo und vor dem Platz Warrior. Ja, die Mercedes bilden das Schlusslicht jetzt. Ist zwar positiv für mich, muss man sagen, wenn hier Hamilton nicht punktet. Ja. Trägt aber nicht dazu bei, dass man in den nächsten drei Rennen trotzdem Gas geben muss. Ja, und ihr entschuldigt mich, Leute, dass ich jetzt ein bisschen Schmähstart bin. Aber wer hat dich da angeschoben, bitte? Wenn ich was nicht, ich war weit hinten. Du warst schon, du hast mich zuerst angeschoben. Du hast mich da angeschoben. Aber das hat dich nicht gedreht, oder? Nein, das hat mich nur bedroht. Aber dann voll aus dieser Rechtsabbruch und ich habe gar nicht mehr ausweichen können von der Wand. Dich dreht. Also. Ja. Dann, genau, da bin ich gefahren. Und genau, da hat irgendwo angeschoben, ich bin da rechts in die Wand. Oder da? Ja, da irgendwo. Da vorne, da, genau da. Da wo die Wand eng wird wieder. Ja. Ja, Doppelführung, Ferrari. Dann Ricciardo, dann Perez, Fernando Alonso, Button, Massa, Hülkenberg, Bottas, Sainz, Stewart, Harianto, Magnussen, Grosjean, Nasre, Palmer, Wehrlein, Ericsson, Rosberg und Hamilton. Einer ist ausgeschieden, wer das ist? Keine Ahnung. Wer hat das Ending gefunden? In diesen Rennen? Entschuldigung, kleines Wortspiel. Aber wisst ihr, dafür machst du diesmal Brasilien gut. Ich glaube an dich als Rookie-Kollege. Ach, und wenn in Brasilien gibt, das ist ein warmer Regen, das geht schon. Da sind die Reifen sicher anders. ein bisschen rauskommen. Die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren.
aber vielleicht hat der Rufi-Kollege das Regen im Fahrnetz wirklich heraus. Ne? Glaubst? Es regnet aber auch nicht stark. Das sind ja nur Intermediates. Am Vorsprung hat er auch schon rausgefahren. Mittlerweile 3 Sekunden. Ja, bei diesen Kurven, da kommen sie aber immer ein bisschen näher, habe ich das Gefühl. Da ist man, glaube ich, nicht so schnell. Bitte? 5 Sekunden. Wow. Das könnte natürlich gut sein für einen möglichen Boxenstopp, wenn man hier ein bisschen ausbaut. Ja, falls es wirklich aufhören sollte hier. Ja, es wäre dann 13er Rennsieg hier. Und dann Dritter hier im Ferrari. Ja, ich fahre aber hier jetzt nicht auf Teufel komm raus natürlich auch. Sondern lass lieber immer wieder ein bisschen weg vom Gas. Okay. Trotzdem schnellste Runde. Aber trotzdem Sicherheit geht vor. Lieber ein bisschen weg vom Gas, lieber ein bisschen einbremsen. Vielleicht war der in der Box. Boah. Ja, das könnte noch möglich sein. Immerhin sind es 16 Sekunden auf der nächsten. So, die Passage bin ich jetzt nicht gut gefahren. Ja, das ist schon ein guter Vorsprung hier. Wie viel? Aufbaut. 9 Sekunden derzeit. Also 8,4. Von mir dann nämlich ja, 5 Sekunden anzeigt. Ferrari. So sollte man natürlich auch die Reifen umändern müssen, darf man das nicht verschlafen. Oh, 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 oh. Es war der 8. Ferrari-Sieg, damit wieder mal mit Haas gleich aufschließen. Und so Haas ja auch maßgeblich dieser Fahrer hier Anteil hatte. Ja, also das könnte ein Team sein, wo ich mir vorstellen kann, wieder zurückzugehen auch. Muss ich ehrlich sagen. 6 Siege in einer Saison dort gefeiert. ...229 Punkte, wenn man denkt, hätte er das in dieser Saison, würde er sicher Weltmeister werden. Ja. Derzeit halte ich bei 176 Punkten. Und 185 ist Hamilton am wenigsten Weltmeister geworden. Also da würden mir noch 9 Punkte fehlen. Also ich glaube, das kann überboten werden. Ja, sicher. Und dann gibt es ja noch 75 Punkte nach diesem Rennen noch. Eben. Tun. Also das ist nicht das Mindestziel, was man erreichen darf. Wenn es so bleibt, dann muss ich auf jeden Fall noch 29 Punkte machen.
wenn Hamilton nicht punktet. Bin hier fix. Hört sich nochmal noch was dazu an. Ja, du kannst immerhin noch um den, also du bist der Führende, das klingt jetzt blöd, aber du fährst ja um die Meisterschaft mit. Da bin ich schon lange abgemeldet. Weiß nicht, wie viele Punkte hast du? Weiß nicht, aber Fünfter bin ich, glaube ich. Vierter, Fünfter, sowas. Wenn ich denn nicht weiß, wie viele Punkte du hast, das ist schwer. Da fahren die drei Top-Fahrer, würde auch da fahren wir mal mit dem 13. Sieg wären auch wieder Nummer 1 Sieg hinter Hamilton und Endings. Dann haben wir schon Rosberg mit 8, Button Ricciardo mit 6, Raikkonen mit 4, Sainz 3, Verstappen 2, Alonso 2, Kür 2, Gutierrez, Bottas, Hülkenberg, Vettel und Grosjean halten jeweils bei einem Sieg. Einzige, was in diesem Jahr wirklich erfolgreich war hier für Red Bull auch noch, ist das Polefahren. Neun Poles eingefahren in diesem Jahr. Bislang halte ich bei 37 Poles. Wow. So, mal, wie viel sind das? Das sind schon 14,9 Vorsprung. Obwohl das jetzt keine gute Runde war bis jetzt, muss man auch sagen. Man hat so seine Probleme gehabt. Immer wieder ein bisschen vom Gas müssen, damit man nicht in Schleudern gerät. Ja, Hamilton kommt auch ran, nochmal 5 Sekunden. Auf wen? Auf den Vorletzten. Letzten. Na, Hamilton ist Letzter. Achso, ja. Ja, was ich mich jetzt natürlich auch frage, hat man vielleicht nur etwas Zeit gebraucht, sich mit dem Auto anzufreunden? Natürlich auch schon, ne? Ist dann natürlich die Frage, ob man überhaupt hier wechseln tut oder nicht, oder ob man doch die Chance gibt. Immerhin muss man ja doch auch sagen, dass die zwei verschenkte Siege und der aus Kanada dritter Platz doch eigene taktische Fehler waren mit dem Reifenplatzer. Ja. Zweimal mit dem Benzin leer. Ja, das stimmt. Man kann es ja hier ausrechnen. Verschenkte Punkte wären das. Müssen wir halt jetzt dann schauen, diese 33 verschenkte Punkte, wo würde man sein? Das sind sogar 33 verschenkte Punkte. Ja, wenn man denkt, dann wären es bei mir ja auch ein paar verschenkte Punkte, zumindest 14 ungefähr. Und da ermitteln sich auch ein paar Punkte, 5, 6. Ja, braucht man überhaupt einen Boxenstopp? Mit den Intermediates hier? Ja, derweil schaut es gut aus von der Reifenstabilität her. Die zwei schlechtesten Reifen, das sind die Vorderreifen, sind jetzt 29 und 28% abgefahren. Button 6er, das ist vielleicht auch gut für mich, dass der noch weit hinten ist.
Rosberg 17. Lewis Hamilton noch immer 20. Nein! Errol Grad 19. Reiht sich er da ein, kann er? Ja, er reiht sich an. 19. Ist da also jetzt die Aufholaktion des Lewis Hamilton? Da wären wir jetzt gespannt, weil es gibt gleich eine Zielgerade. Da müssen wir uns natürlich auch dranhalten. Da möchte ich nachschauen, wie er wirklich hier jetzt Gas geben nach vorne. Rosberg, der tut sich schwer. Hat das zwei Positionen gut gemacht, aber innerhalb von 4-5 Runden. Das ist nicht viel. Ja, Lewis hat auch vielleicht die frischen Reifen eben drauf. So, letzte Kurve, dann sind sie im Ziel. Also, ist jetzt erst im Ziel? Oha. Jetzt geht's in die letzte Kurve. Haben wir eine Minute Rückstand auf dich fest? Ich bin jetzt gerade dort, wo es dich geleckt hat. Hamilton, geht sich das aus? Ja, er versucht und setzt an. Und verdrängt ihn nach außen, ja? 18er. Mal schauen, wir werden dann wieder zurückschalten nach einer Runde, wie es ausgesehen hat. Wir lassen wieder den lieben Fangemer hier im Blick. Ja, USA, dreimal Fangemer. Auch Brasilien könnte vielleicht sein Rennen werden. Und in Brasilien hat bis jetzt lang nur ein Ferrari gewonnen. Könnte auch Vettel Zeit werden. Wieder mal. Ja, da er auch nur einen Sieg hat. Ja, auch nur einen Sieg und der eben in Brasilien war. Man muss auch sagen, vielleicht auch eben in Mexiko ist ja auch so ein gutes Rennen für dich. Ich meine auch für mich eigentlich. Ist jetzt auch in den Top 5 beide gewesen, außer einmal ausgefallen, das war da, wo wir uns gegenseitig abgeschossen haben. Ansonsten feierst du einen ersten Platz und einen dritten Platz, ich einen dritten und einen vierten Platz. Ja, Brasilien 20. und dann letztes Jahr warst du 5. So, jetzt hier Runde 11. Ja, es hat schon geheißen, die Strecke trocknet eventuell ein bisschen auf, dabei merkt man noch nichts davon. Ich hoffe nur, ich merke rechtzeitig, wann die ersten andere Reifen aufziehen. Ja, dann könnte es kritisch werden. Der Vorsprung ist jetzt 25 Sekunden auf Vettel. Ricciardo 3., der hat schon 4 Sekunden Rückstand. Alonso 8 Sekunden auf den 3. schon. Dann Sergio Perez, Button, Massa auf der 8, auf der 8 Hülkenberg, Entschuldigung, 7 auf Massa, 9. Bottas, 10. Carlos Sainz, 11. Kia, 12. Grosjean, 13. Arianto, 14. Magnussen, 15. Palmer, 16. Nasr, 17. Rosberg und Hamilton ist 18. hinter Rosberg. Das heißt, er schafft es nicht, Rosberg hier zu überholen. So, ja, kein. Nochmal schnellste Runde. Fast hat man die 1,59 unterboten. Ja, die werden wohl nicht in die Punkte rein, schätze ich jetzt mal. Jetzt wird es dann vorbei gewesen sein. Punkteränge sind das jetzt dann doch schon 20 Sekunden. Gut, natürlich für dich, mich und den Rest, der da vorne jetzt mitfahrt. Hamilton meinst du? Hamilton und Rosberg, beide. Ah, beide. Also ein Fahrrad-Doppelsieg tut natürlich gut für die Teamwertung. Dem
wenn Ricciardo wirklich Dritter wird. So. Das war jetzt nicht so eine gute Runde. Ich sehe das immer an aufgrund der letzten Runde und aufgrund der letzten Bestzeit natürlich. Da bin ich fast eine Dreiviertelsekunde zurück, aber darum geht es ja nicht. Hauptsache auch sicher fahren. Genau, sicher fahren. Ja, das sicher fahren ist natürlich auch sehr wertvoll. So, da ist leicht über die Kerbs gekommen, da jetzt wieder, macht aber nichts. Ja, man merkt, die Strecke wird trockener. Zwei Runden circa noch zu fahren. Ja, man merkt, die Reifen lassen schon ordentlich nach jetzt. So, zwei Runden noch. Zwei ganze Runden. Komm, schaut das mystische Boxenluder rein, fahr ich schon scheiße. So, ich... Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt bleiben alle auf Intermediates. So, die müssen eigentlich halten, die Reifen. 50%. Eine Runde noch.
Da verschätzt man sich hoffentlich nicht. Ich habe jetzt noch überlegt, für die letzte Runde an die Box zu kommen. Ja, das ist eindeutig eine Strecke, wo die Vorderreifen mehr belastet werden als die Hinterreifen. Beide Vorderreifen haben 50% Abnutzung, während die Hinterreifen nur 37% haben. So, Anspannung ist trotzdem noch da, man muss das ja noch jetzt wirklich heimfahren. Zwei Reifenplatzer die Saison, das ist natürlich im Hinterkopf jetzt. Sollte nichts passieren, aber wer weiß. Ich glaube, das wird hier safe rübergebracht. Es ist der dritte Saisonsieg, der dritte für Ferrari. In dieser Saison der vierte in Folge hier in der USA. Der 13. Sieg des Fahrgebers. Und so ist es auch. Ein 8. Ferrari-Sieg. Ja, Vettel und Ricciardo punkten super. Mercedes auf Platz 4 zurückgefallen. Alonso und Button, beide Honda McLaren. Super Erfolg. Force India. Williams. Die ganzen Favoriten sind hier nicht weit vorgekommen, kann man sagen. Na, Button. Na, vorgekommen. Ja. Ja, siehst du, du hast auch noch Chancen auf Weltmeister, denke ich mal, so viel ist das nicht. Habe ich? Mit 33 Punkte ist nicht viel. Für, sag ich noch, für drei Rennen könntest du es noch rausgeben. 33 Punkte hatten wir das nicht vorher, die ich verschenkt habe. Ja? Abzüglich meiner 14 bist du erst, ja? Mhm. Ja, Vettel. Ja, das ist alles eng. Ja, Konstrukteur ist man auch auf Kurs. Jetzt natürlich auch durch die Mithilfe von Vettel. Ja, hätte ich nicht geglaubt, dass ich hier siegen werde. Wegen Rennen, aber vielleicht habe ich den Regenfluch besiegt mit so, zwei und wissen, was dann in Mexiko Siegen. Ja, da scheint hoffentlich die Sonne. Bis dann, Bis dann. Ciao. Ciao und Baba.